Es ist Ende November. Kommen wir zu den fröhlichen Themen, reden wir über den Tod. Neueste Studien haben ergeben, dass die meisten von uns irgendwann einmal sterben werden. Und trotz dieser bahnbrechenden Erkenntnisse wird wenig über den Tod gesprochen. Man weiß, der Tod kommt irgendwann, er gehört zum Leben dazu, aber man hat Angst, der Tod stört irgendwie auch. Es wird sehr viel aufgeschoben, der Tod wird verdrängt. Andere Kulturen machen das anders, die integrieren den Tod viel mehr in ihr Leben. Die Mexikaner feiern auf Friedhöfen Totenfeste. Ein Volk in Indonesien gräbt die Toten an bestimmten Tagen aus und feiert mit ihnen. Die Amerikaner wählen einen Hirntoten zum Präsidenten. Das ist anders als bei uns. Bei uns muss man sagen, es ist das letzte Tabu. Es ist das letzte Tabu in unserer Gesellschaft, in der ja alles möglichst perfekt, gesund und optimal sein soll. Wenn früher der Tod mit der Sanduhr an die Tür geklopft hat und gesagt hat, deine letzte Stunde hat geschlagen, dann sagte man, ich bin bereit. Und heute sagt man, das kann nicht sein. Ich habe eine Smartwatch, lass mich vorbei, mir fehlen heute noch 2000 Schritte. Dieses Verdrängen hat natürlich konkrete Auswirkungen. Zum Beispiel haben gut die Hälfte der Deutschen keine Patientenverfügung. Und das wiederum heißt, dass man eventuell am Ende des Lebens sinnlos weiter behandelt wird, obwohl man das vielleicht gar nicht möchte. Denn gerade am Ende lässt sich mit Patienten viel Geld verdienen. In der Medizin ist es ja wie im Einzelhandel, Kasse gemacht wird am Ende. Bei den einen ist es das Weihnachtsgeschäft am Jahresende und bei den anderen die Intensivbehandlung am Lebensende. Sollte man sich vielleicht rechtzeitig mit auseinandersetzen? Was möchte man? Übrigens gibt es auch bei Bestattungen einen interessanten Trend. Nur noch etwas mehr als jeder Fünfte lässt sich in Deutschland begraben. Der Rest lässt sich einäschern. Und das heißt auch, es gibt kaum noch Gräber, die gepflegt werden müssen. Auch das war ja ein Teil des Alltags, dass Verwandte, Kinder zum Grab mussten, zum Friedhof mussten. Und das ist heute nicht mehr in dem Maße der Fall. Das heißt, auch hier rutscht der Tod aus dem Bewusstsein heraus. Und das verändert auch die Friedhöfe. Friedhofsflucht ist ein gängiger Begriff dafür, dass Menschen nicht mehr auf dem klassischen Friedhof bestattet sein wollen oder ihre Verwandten dort unterbringen wollen, sondern eben Alternativen suchen. Friedhofsflucht, kann ich gar nicht das Wort, klang für mich bislang immer nach Zombiefilm, Friedhofsflucht. Es ist aber natürlich auch für die Friedhöfe ein ökonomisches Problem. Und dass wir den Tod tabuisieren, zeigt auch der Umgang mit Trauernden. Viele Menschen, die trauern, die Angehörige, Freunde verloren haben, berichten darüber, dass sie sich ausgegrenzt und nicht verstanden fühlen. Es ist immer wieder vorgekommen, dass ich in der Kantine stand mit meinem Tablett und irgendjemand kam vorbei und sagt, na Uli, wie geht's? Und ich habe dann gesagt, du, mir geht's total beschissen. Ich habe vor einem halben Jahr meinen Sohn verloren. Und dann kam eine völlig schockierte Antwort. Das ist ja furchtbar, aber lass mich mal gucken. Ich habe gleich einen Call. Lass uns doch mal irgendwann einen Kaffee trinken gehen. Und den Menschen habe ich nie mehr gesehen. Ja, da fühlt man sich natürlich isoliert. Aber ich habe es auch an mir selber schon erlebt. Man hat auch Angst, was Falsches zu sagen. Man hat Angst, sich damit zu beschäftigen. Und man hat Sorge und es ist einem unangenehm. Und deswegen hier mal ein paar Sätze, die ich teilweise auch schon gesagt habe, die aber Trauernden nicht so sehr helfen, wie man vielleicht denkt. Zum Beispiel, ich weiß, wie du dich fühlst. Weiß man meist nicht wirklich, weil Trauer individuell ist. Besser ist vielleicht, möchtest du darüber reden, wie du dich fühlst. Oder ein Satz wie, sie ist jetzt an einem besseren Ort. Was heißt das? Ja, sie ist weg, aber man weiß, dass der Ort auf jeden Fall besser ist, egal wo sie ist. Es ist besser, als wenn der Mensch noch bei einem wäre. Das ist ziemlich unhöflich, finde ich. Du, die Gertrud ist nicht mehr bei dir, Günther, aber der Ort, wo sie jetzt ist, ist auf jeden Fall besser, als wenn sie noch bei dir wäre. Ja? Oder denk immer dran, es gibt Schlimmeres. Es gibt immer Schlimmeres. Was soll das heißen? Das hilft doch nicht. Es gibt natürlich Schlimmeres. Die Wiederwahl von Donald Trump, die Auslöschung der ganzen Menschheit, die neue Show von Stefan Raab. Ne, aber es ist keine Hilfe. Oder du kannst mich jederzeit anrufen. Nett gemeint, aber die Hürde ist oft zu hoch für Trauernde. Viel besser selber mal anrufen, fragen, ob der andere reden will. Oder du wirst jemand anders finden. Übrigens, ich wäre bereit für ein Date. Sagen Sie das nicht. Auf gar keinen Fall. Und ich glaube, wir haben auch deshalb keine Zeit, uns mit dem Tod zu befassen, weil wir sehr damit beschäftigt sind, länger zu leben. Denn man liest es ja immer wieder durch ausreichend Bewegung, durch gesunde Ernährung, durch soziale Kontakte und, durch all das verlängert man das Leben. Es gibt Meldungen wie, Sport senkt das Sterberisiko um 40%. Und ich dachte immer, alle Menschen hätten ein Sterberisiko von 100%. Nein, so ist es nicht. Es gibt da einen regelrechten Trend, der nennt sich Longevity. Und es ist eine richtige Industrie geworden mit Spezialkliniken, die angeblich Mittel und Wege gefunden haben, das Altern aufzuhalten, wie hier die Kollegen von RTL zeigen.
Sauerstofftherapien sollen die Leistungsfähigkeit steigern und die Zellregeneration fördern. Rotlichttherapien das Hautbild verbessern und entzündungshemmend wirken. Und Kryotherapie soll regenerierend wirken. Das Ganze kostet je nach Gerät zwischen 60 und 280 Euro. Ja, also ist dieser Anti-Aging-Wahn der beste Beweis dafür, dass Geld nicht klug macht, sondern nur länger dumm? Oder ist was dran? Das frage ich nun einen Longevity-Experten. Er ist ja der Longevity-Papst. Er ist für viele die Eintrittskarte ins ewige Leben. Herzlich willkommen, Maximilian Schaffroth. Grüße Sie. Hey. Willkommen. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Nee, erstmal vielen Dank, dass wir uns dem Thema hier stellen. Ja, Sie reden über Tod und wir sehen die Angst im Raum. Auch die Leute klammern sich an den Sitzbänken fest. Man hängt am Leben. Aber sehen Sie, es wird ja hier geschmunzelt. Ich merke das ja auch im Publikum. Wir reden über Unsterblichkeit, über ewiges Leben. Ja, und dann lachen Sie noch, aber spätestens, Herr Ehring, wenn Sie jetzt lachen, nach der NDR-Weihnachtsfeier, wenn Sie morgens in den Spiegel gucken, dann denken Sie an mich. Ja, wenn Sie, Longevity ist, was wir wollen. Ja, wer kennt das nicht? Man steht morgens auf und denkt sich, verdammt, ich fühle mich so sterblich. Aber das, ja, das muss nicht mehr sein. Es ist dank Longevity. Es ist einfach unglaublich. Wow. Sie klingen, wow. Ja, entschuldigen Sie, das klingt ein bisschen nach Homeshopping. Herr Schaffroth, entschuldigen Sie, dass ich das so direkt sage, aber Sie klingen wie ein ungehobelter Guckenhobelverkäufer. Ich würde es ja gern verstehen. Nein, worum geht es? Geht es um schnelles Geld oder geht es wirklich um Wissenschaft? Ja, das ist ja kein Widerspruch. Also wir... Nee. Hallo. Wir sind eine gewinnorientierte Wissenschaft, ja. Wir sagen so, wir sind so sexy Scientists, ja. So ein bisschen Science, ein bisschen straffe Haut, nice Produkte, Reservatol, Spermidin, Eternium, alles hochdosiert. Da kostet unter uns gesagt, ja, eine Dose kostet teilweise mehr als ein Maserati-Bremssattel. Ist unglaublich. Ja? Und also, was ist dann da drin? Es ist ja egal, es ist ja hochdosiert. Also, nee, aber... Da müssen wir auch von wegkommen. Sie stellen zu viele Fragen, Herr Ehring. Fragen beschleunigt den Altersprozess. Ach. Wir sagen immer, stop asking, start living. Zazzle. Stop asking, start living. Zazzle. Ja, das ist super wissenschaftlich, was wir machen. Ich meine, wir arbeiten mit Mäusen. Hallo. Wer arbeitet mit Mäusen, wenn ich freaky, nerdy Wissenschaftler? Haben Sie eine Qualifikation? Ja, ich habe ja innerhalb 3 Wochen habe ich meinen Unsterblichkeitsbachelor an der Longevity-Uni in Höxter gemacht. Ach so. Wir arbeiten wissenschaftlich. Wir vertreten die Pangasius-Theorie. Wir haben in einer doppelblinden, randomisierten Studie Pangasius eingefroren und haben festgestellt, also we learned from the data, dass gefrorener Pangasius nicht altert. Ja? Und das war der Urknall für uns. Unser Gründer sagte damals, Schöpfung ist geil, ist ein geiles Ding. Danke Gott, yeah, you're a great guy, you did a great job. Aber hier endet dein Kompetenzbereich. Er sagte, mankind will stay fresh like frozen Pangasius. Ja. Und was meint er damit? Das können wir ihn leider nicht fragen. Er hat sich kurz nach diesem Satz einfrieren lassen. Sag ich Ihnen, der Platz ist begrenzt. Sichern Sie sich noch heute eine Kältekammer. Herr Schaffroth, bitte. Können Sie bitte Ihren Werbesound etwas zurückfahren? Das klingt so werbisch. Wir sind ja öffentlich-rechtliches Fernsehen. Das ist ja keine Werbung. Ich will einfach mein Glück scheren. Ich bin so voller Power. Ich bin so jugendlich. Ich komme gerade vom Treatment. Adrenalin direkt in den Kehlkopf. Also ich fühle mich wie Obelix auf Kryptonit. Es ist ja unglaublich. Erzählen Sie mal, was passiert da bei so einem Treatment? Erzähle ich gerne. Strenge Routine. 24-7, das Live Forever Package. Ja? 1100 CET, Vitamin Shot right in the ass. 1300 CET, Oxygen Shot. Auf Fiji verpresste Atemluft mit 120 Bar aus der Tauchflasche. Right in the face. Ja? Dann bist du ready für 30 Minuten Underwater Soccer. Ja? Upside Down Hyaluron Facial Treatment. Und dann ab in den Kühlraum zum Frost-Yoga mit Harald Glöckler. Ich habe es, ja. Gut. Ich muss sagen, ich habe nicht alles verstanden, aber welcher Normalsterbliche soll sich denn Atemluft von den Fidschi-Inseln und Frost-Yoga mit Harald Glückler leisten können? Auch daran haben wir natürlich gedacht. Ja, es ist kein so ein Elitending. Das ist ja der Vorwurf der Medien. Im Gegenteil, wir haben das sogenannte ewige Leben für Geringverdiener eingeplant. Ja. Das ist das sogenannte Proletarier-Package. Das Proletarier-Package? Ja, sind, okay. Sind super einfache, bodenständige Alltagstipps. Ja, Cold Showering, Slow Eating, die No-Alcohol-Policy. Ja, wenn Sie jetzt noch umsteigen zum Beispiel auf Helmets
Recycling. Und dann bei der Nachtschicht am Fließband ab und zu mal einen Smoothie trinken. Dann leben sie statistisch gesehen 5 Jahre länger. Ja? Wobei wir Longevity-Leute natürlich auch sagen, bei so einer Vita ist der Nutzen einer Lebensverlängerung fragwürdig. Ja? Das verkaufen Sie jetzt als Innovation. Smoothies und langsam fahren und langsam kauen und kalt duschen oder was? Das ist doch alles banal. Ja, ja, es ist so banal, dass es fast dämlich ist, aber keiner verpackt es so aufregend wie wir. Es ist unglaublich. Ja, das habe ich jetzt auch gemerkt. Vielen Dank, Maximilian Schaffhut. Dankeschön. Du, hast du das Video jetzt ganz bis zu Ende geschaut? Dann lass dir ein wenig Zeit, bevor du das nächste anklickst. Entspann dich erstmal, schließ die Augen, atme tief durch. Besser? Gut, dann klickst du jetzt hier. Und guckst weiter in der ARD-Mediathek.